Dipsy Blue. Oh, macht andere mal uns auf. Herrgott, ich hätte gestern nicht so viel trinken dürfen. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sauberzi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, heute glücklicherweise mal wieder an einem Sonntag, weil die letzten Wochen war es ja immer am Montag, aber heute gibt's zum Sonntagabend die News und wir wollen gleich beginnen, weil es gibt mal wieder eine Menge zu tun. King Kong Seeroller, die sind momentan sehr, sehr viel im Gespräch und die haben jetzt ein Video rausgebracht, das hätte eigentlich auch schon in die letzten News kommen sollen, aber genau, jetzt halt hier heute. Die haben ein neues Video zu dem Lied Immer nur Ficken rausgebracht. Läuft hier gerade neben mir ab darüber hinaus. Letzte Woche haben wir ja schon festgestellt, die sind jetzt im Support von Rookies and Kings. Jetzt sind sie natürlich auch bei uns im Support. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Und noch Neuigkeiten gibt es. Und zwar gibt es die CD, die am 10.07. erscheint. Vorbestellbar jetzt in einer Metallbox mit richtig schön viel Zubehör. Erscheint uns ja am 10.07. und vorbestellbar ist sie bei allen gängigen Musikmärkten oder so. Santiano, ja. Die haben ein neues Video rausgebracht zu dem Song Lieder der Freiheit. Viel Spaß an alle Santiano-Fans. Hey, aber ihr werdet staunen, auf dem Wacken war da wirklich die Hölle los bei dem Konzert. Nette Aktion von Freiwill. Die haben ihr Album eines Tages komplett bei YouTube online gestellt. Und zwar mit den ganzen alten Tracks von der CD eines Tages eben. Seitenfeuer, die haben einen Besetzungswechsel zu vermelden. Ja, Norbi verlässt leider die Band. Oh, der Satz ist schon gefunden. Stefan Kern heißt der junge Mann. Und zu dem ganzen Thema gibt es ein Video von der Band und das haben sie bei Facebook veröffentlicht. Deswegen gibt es die Verlinkung hier unten. Decision, die bringen eine neue EP raus. Ein Teil von uns heißt Das gute Stück und wird Ende Juni erscheinen. Zwei Musiker suchen haben wir nach wie vor. Enorm suchen ja nach wie vor einen neuen Rhythmusgitarristen und Neurotox suchen. Moment mal, da war doch was. Du kannst Schlagzeug spielen. Du kommst aus Wesel. Dann könnte die Band Neurotox genau das Richtige für dich sein. Die suchen nämlich einen neuen Schlagzeuger, falls du Interesse hast und Lust. Dann kannst du dich über ihre Facebook-Seite oder natürlich per E-Mail bei den Jungs melden. Verfluchte Scheiße nochmal! Ganz genau. Also, Neurotox suchen immer noch einen Drummer. Alle Informationen zu den beiden Bands und zu den beiden Suchen findet ihr unten in der Infobox. Könnt ihr ja auch gerne mal weitergeben. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der sowas... der sowas gerne machen würde. Kerbolz Gewinnspiel, ja, jetzt ist ja demnächst das Heimspiel, in zwei Wochen, drei, und der EP hat jetzt eine fette Verlosung gemacht, da könnt ihr nämlich unter anderem ein Roadie for a Day gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr selbstverständlich in der Infobox, wo auch sonst. Die Running Order vom Alpenflair ist raus, also da gibt es noch ein bisschen was Neues. Moderiert wird der ganze Spaß von Martin Kesici und Thea Wartmann. Außerdem gibt es zum ersten Mal einen richtig echten schönen Shuttle-Service, das heißt alle halbe Stunde im Schnitt, manchmal auch alle Stunde glaube ich, fährt ein Bus zwischen Natz und Brixen hin und her. Und mit dem Ticket, was ihr da kaufen könnt, das ist gar nicht mal so teuer, könnt ihr dann auch noch einen weiteren Bus benutzen, um ein bisschen in der Umgebung umzufahren. Also wenn man sich Brixen mal anschauen möchte, mein Rookies in Kingstore, muss man nicht mehr das Auto nehmen, was ja da oben sowieso ein bisschen schwierig ist, sondern kann einfach mit dem Bus fahren. Superschöne Aktion, gefällt mir sehr gut. Schokolade löst keine Probleme, das tut ein Apfel allerdings auch nicht. Nanu? Es geht, jetzt habe ich es gerade geschafft, den Namen richtig auszusprechen und dann lösen sie sich auf. So geht das nicht. Ja, es ist aber scheinbar doch passiert. Völlig überraschend haben Es geht ihre Auflösung bekannt gegeben. Die waren jetzt gerade in den Vorproduktionen zum neuen Album und dann ja, haben sie scheinbar beschlossen, dass sie nicht mehr möchten. Es geht in dem Text so ein bisschen darum, dass man jetzt keine Schuldzuweisungen veröffentlichen möchte.
aber dass man sich trotzdem im Guten getrennt hat. Also wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber wenn man sich im Guten trennt und ein Bierchen zusammen trinken kann, dann ist das doch was ganz was Feines. Sie haben natürlich offen gelassen, in Zukunft vielleicht das Projekt oder die Band doch wieder aufleben zu lassen. Also wir sind gespannt, was da passiert. Ja, das war's auch mit den News schon wieder. Wir haben ein paar Termine und zwar ist gar nicht mal so viel, komischerweise. Falls ihr einen Termin vermisst von eurer Band, dann nutzt doch die Termine-Eintragen-Funktion. Die ist unten verlinkt und auf der Homepage von uns findet ihr sie ebenfalls. Dort könnt ihr alles eintragen und das wird dann auch zeitnah hochgeladen. Ja, nächste Woche steht an das CD-Release-Konzert von Vollblut am 30.05. in Karlsruhe findet da statt. Ja, ein Tag vorher ist das Special von Vollblut bei uns, also am 29.05. um 20 Uhr mit dem Hasi zusammen im Rahmen der Online-Rocknacht. Mensch, ich bin heute Meister der Übergänge, die am 29.05. um 9 Uhr früh startet und bis Sonntag, den 31. um 0 Uhr geht. 63 Stunden Durchmoderation und Gewinne ohne Ende. Und ich sag's euch, Leute, da ist richtig schönes Zeug dabei. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Freitag ab 9 Uhr bis 31.05. 0 Uhr. Ja, und dann wären wir auch schon wieder am Ende. Was soll man sagen? Hat's euch gefallen? Na? Dann den Daumen nach oben geben. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefällt und macht doch gerne mal andere auf uns aufmerksam. Teilt unsere Videos und falls es euch nicht gefallen hat, dürft ihr gerne natürlich unten rein kommentieren. Warum nicht? Weil für Kritik sind wir immer offen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen, nicht so sonnigen Pfingstsonntag. Allen, die auf dem Spreewald sind, noch viel Spaß heute Abend. Ja, heute kommt noch Heino, genau. Ja. Ich laber schon wieder viel zu viel. Ah, das bläht wieder das Video unnötig auf. In diesem Sinne, einen schönen Feiertag am Montag, einen guten Start in die Woche und wir hören uns allerspätestens nächsten Sonntag wieder. Bis dann, euer Sauberzi.